Hallihallo, liebe Leute, und wir machen weiter mit Bomberman 64, The Second Attack. Und unser nächster Planet, den wir ansteuern, ist jetzt der Himmelsplanet Horizon. Also geben wir uns auf den Weg dorthin. Möge die Schlacht auf den Himmelsplaneten beginnen. Aber vorher müssen wir natürlich erstmal landen. Immer noch auf unserem tollen pinken Raumschiff, welches Pommy einfach übermalt hat. Naja, wir können es leider nicht mehr umändern. Wir können es nicht mehr schwarz zurückmalen oder in weiß vielleicht anmalen. Wäre vielleicht ein bisschen besser. Pommy hasst Höhen. Pommy hat Angst. Was, wenn Pommy einfach runterfällt? Das können wir gerne mal ausprobieren. Wir sollen besser vorsichtig wandern, als wir nicht runterfallen. Ja, wollen wir doch mal schauen, ob wir das hinkriegen. Gut, Pommy. Nein, du entwickelst dich nicht weiter, okay? Schade, ne? Egal. Schauen wir mal dazu, dass wir jetzt diese Gegner erstmal hier plätten. Ja, und zwar... Naja, was heißt Probleme? Wir haben wenigstens genug Sachen, die wir legen können. Ich habe ja... Ich glaube, ich habe das sogar wirklich in den Schock... Nee, doch, habe ich gemacht. Ich habe mir ja die Power-Ups geholt. So habe ich jetzt wenigstens ein leichtes Spiel im Prinzip. Na gut, Turbo müssen wir uns noch holen. Oder ich habe das noch vom letzten Planeten. Ich bin gerade jetzt echt am Überlegen, weil die Aufnahme jetzt doch schon etwas her ist. Egal. Wollen wir mal dieses Podium hier angucken. Sieh! Da ist ein rundes Loch in der... Hier drin. Wir sollten besser nach etwas Ausschau halten, dass wir da reinpacken können. Ja, da werden wir jetzt auch nach Ausschau halten, aber erstmal muss ich mich mit diesen Gegnern hier rumquälen, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Aber die Herzen, obwohl, die brauche ich gar nicht. Na komm her, Schlange. Nein, geh weg. Genau, lass mich lieber jetzt in Ruhe. Weil ich brauche keinen Schlangenbiss, der ist nämlich böse. Ich meine, der klaut uns irgendwas und ich meine, das war die Geschwindigkeit, die es uns dann nimmt. Deswegen sollen wir uns von dieser Schlange erstmal fernhalten. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo lang. Wir sind dort. Links und rechts geht's auf jeden Fall. Wir gehen erstmal links. Da ist nämlich eine Sackgasse. Wobei, halt. Erstmal schauen wir, was hier drin ist. Weil, ist wichtig. Na, nur eine Bombe. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Damit wir wenigstens nachher genug legen können. Also gut, okay. Hier haben wir Schaf und Schlange. Oh, die Schlange ist wirklich böse. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet, dass hier einen auch bei einem so zukommt. Das Spiel ist gerade sehr überfordert. So. Armes Schäfchen, armes Böckchen. Da muss eigentlich mehr ein Ziegenbock, kann das sein? Egal. Wir müssen das Spiel leider eliminieren. Eigentlich schade um die schönen Tiere. So, und das hier ist ein kleines Rätsel, was wir hier jetzt bewältigen müssen. Ihr seht diese Statuen hier. Die können wir mit Bomberman eigentlich schieben. Genau so. Und dann müssen wir sie praktisch auf diese Schalter schieben. Das ist ja Gott sei Dank, na gut, das ist ein bisschen schwierig jetzt, dadurch, dass ich das Ganze hier in den Steuerkreuz steuern muss. Aber mit 3D-Stick wäre es machbarer. Das liegt jetzt auch daran, weil wenn ich jetzt das Ganze umstellen würde, dann hätte ich ein Problem. Also, deswegen lasse ich das lieber so, wie ich das jetzt habe. So. Okay. Jetzt muss ich nur noch diese Statuen genauso hinschieben, allerdings nach da oben dann hin. Also, machen wir uns mal die Mühe. So, die Statue macht wenigstens mit. So, jetzt nur noch ganz gemütlich nach oben schieben. Oh Gott, das wird jetzt fies. Aber das kriegen wir auch noch hin. Mit ein bisschen Feingefühl. Ja, oder wir bleiben einfach mal in der Ecke hängen. Schade, das geht nur einmal. Da geht es nämlich noch leichter. So, nur noch ein Schalter. Wobei, da könnte die Statue sogar so schieben. Ja, das funktioniert auch. Benutzen wir einfach mal Trick 17. So, vorwärts, Statue. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und da vorne noch auf den Schalter. Dann müsste sich diese Tür hier öffnen. Dann haben wir den Zong erhalten. Na, den nicht gerade, aber... Wir können auf jeden Fall dann da durch. Und eins sei ich schon mal vorweg gesagt. Komm nicht auf die Idee, in dieses Loch hier zu fallen, weil das ist tödlich. Auch wenn es so aussieht, als könnte man da runterfallen, aber... Macht es nicht. Es bringt euch nur um. So, hier ist jetzt auch ein bisschen trickreich. Scheiße, ich habe das übersehen. Ich habe nicht gesehen, dass das eine Schlucht war. Okay, ignoriert das. Wir starten... wenigstens hier. Habe ich wenigstens die Dinger noch auf den Schaltern? Weil darf ich mir den Spaß noch... Ach, leck mich doch. Na toll. Deutsche macht das nicht nach zu Hause. Euch einfach in wilde Schluchten stürzen. Scheiße, das ist aber auch eine fiese Perspektive da gewesen. Bomberman! Du willst mich jetzt verarschen, oder?
Du warst jetzt nie so Bomberman. Jetzt kann ich nur noch einmal gleich ein Continue mit Power-Ups starten. Wenn ich jetzt nochmal runterfalle, jetzt passe ich etwas mehr auf, Mann. Ist doch schon unglaublich. Alles wegen so einer Schlucht verlieren, das ist schon sehr bitter. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um möchte gern Böckchen, denn ich habe keinen Bock mehr auf diesen Bock. So, okay. Na, schade, reicht nicht. Ich sehe gerade, meine Feuerkraft ist irgendwie total schwach. Frage mich nur, wie ich die so schwach habe werden lassen. Oder warum auch immer die so schwach ist auf Level 1. Ist mir echt ein Rätsel. Ich habe zumindest gerade echt keine Ahnung. Soll ich dieses Rätsel hier echt nochmal machen? Also das war jetzt wirklich dumm, muss ich echt zugeben. Das hätte ich vermeiden können. Aber ich habe da echt diese Schlucht, muss ich jetzt zugeben, nicht gesehen. Ich habe die echt nicht gesehen. Und ich ärgere mich deswegen jetzt gerade wirklich selber. Naja, das mit diesen Statuen geht ja doch recht schnell. Können wir froh sein, dass es nicht allzu schwer ist. Nur ich muss gleich wirklich nochmal auf diese Schlucht aufpassen. Dass ich da nicht nochmal reinfalle. Also sowas ist wirklich schon fatal. Da in diese Schlucht zu fallen. Sowas kann echt nur ich. Ich glaube, es ist die Kunst des DJKR mittlerweile. mit Abgründen habe ich es aber auch allgemein. So, nur noch eine Statue. Dann haben wir dieses Leid hinter uns. So, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich die... Ach nein, das wird ja jetzt richtig problematisch. Dass ich diese Statue jetzt richtig schiebe. Na, Bomberman... Oh, Pommy. Ja, Pommy kann uns auch wirklich ein Hindernis darstellen. Und dass wir die Statue halt nicht schieben können. Auch ein bisschen unnötig eigentlich. Aber naja. So, komm schon, Bomberman, schieben. Wir wollen wenigstens noch sehen, was hinter dieser Tür ist. Hinter Tore Nummer 1. Na Mensch. So und wunderbar. Jetzt machen wir nicht nochmal denselben Fehler wie gerade. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Genau da. Also das Ding muss ich zerstören, damit ich überhaupt da weiterkomme. Ich würde eigentlich dahin mal gucken. Weil ich meine, da war was Verstecktes. Kann ich jetzt bei dieser Perspektive nicht gut erkennen, aber... Ich glaube, da kann ich noch nicht rein. Ich meine, hier war ein verstecktes Custom-Teilchen. Nee, scheint sie nicht zu öffnen. Wir müssen die Perspektive dafür mal ändern, weil... So sehe ich echt nichts. Also zumindest nicht, was da gerade in der Ecke ist. So, aber wir holen uns erstmal das hier. Okay, und haben ein Problem, denn jetzt hat sich alles hier verändert. Du hast ein blaues Juwel. Nun musst du alles, langsam. Nun ist alles, was du tun musst, herausfinden, wo das Teil hinpasst. Das ist doch wohl ein leichtes, ich weiß sogar wo, wir haben es ja schon gesehen. Und endlich habe ich Fernbedienungsbomben, die sind sogar sehr nützlich, vor allem wenn die Schlange sich selbst umbringen. Kamikaze-Schlange, sowas ist sehr geil. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier vorsichtig rüberkommen. Und dann will ich gucken, ob ich jetzt da reinkomme. Weil das sieht mir nämlich hier sehr verdächtig aus, oder geht das ja später? Ich meine, hier war wirklich irgendwas. Okay, Z war's. Nee, hier verändert sich nichts. Nix. Die Perspektive ist ein bisschen kacke. Hier irgendwo was Verstecktes? War hier nicht irgendwo wirklich ein Kostenteilchen? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Egal, wir gehen hier später nochmal reinschauen, würde ich sagen. Das blaue Bällchen haben wir. Ja, toll, dafür muss ich diese Dinger dann aber nochmal da hinschieben. Oh. Egal, die Gegner kriegen wir jetzt auf jeden Fall schnell kaputt. Das ist schon mal sehr schön mit der Fernbedienungsbombe. So haben wir wenigstens keine großen Probleme mehr mit diesen lästigen Viechern. So, dann gehen wir auf die rechte Seite. Denn hier haben wir die nächsten bösen Viecher. Jetzt haben wir sogar Harpchen hier. Die sind auch fies. Weil die können auch unsere Geschwindigkeit senken. Wenn sie uns treffen. Apfel war richtig. Moment, wo habe ich meinen Zettel? Scheiße. Was wollte ich mit Pommy nochmal aufsammeln? Genau, hier habe ich es. Fleisch war es, nicht Früchte, Mann. Da habe ich natürlich das Falsche aufgesammelt. Die Früchte kommen ja später. So. Ah, okay, du warst lebendig. Ah, egal. Schmerzen nehme ich gerne entgegen, bevor ich wirklich in den Abgrund falle. So. Du kriegst wenigstens eine Menge Geld dafür. Na, jetzt müssen wir besonders vorsichtig sein vor diesen Statuen. Weil ihr seht, ihr könntet jetzt könnt ihr sogar zum Leben erwachen. Deswegen ist es fies. Ich hasse diese Welt vor allem schon allein wegen diesen Abgründen, aber jetzt haben wir endlich Handschuhe. Pommy, du würdest doch wissen, wie tief es ist, oder was passiert, wenn du in diesen Abgrund fällst? Ich kann dir gerne mal zeigen. Grundflug. Na, du kommst zu mir. Ist doch nett.
So, jetzt muss ich hier runterfallen. Wunderbar. Und jetzt sind wir hier, genau, an diesen Stellchen. Nämlich hier haben wir auf jeden Fall das nächste Custom-Teilchen da oben. An der Schlange. Ist auch wieder mal ein bisschen trickreich zu kriegen. Also ich gucke, dass ich diese Flamme in den Abgrund schmeiße. Weil ich brauche die nicht. So. Ich würde sagen, ich räume hier erstmal auf, bevor ich das mit dem Custom-Teilchen mache. Auch wenn es ein fataler Fehler ist. So, diese Statuen da drüben werden wieder zum Leben erwachen. So, deswegen kümmere ich mich mal drum. Ich werfe einfach meine Megabombe drauf. Dann machen wir kurz einen Prozess mit denen. Okay, und wir kriegen sogar alle erledigt. Wow, wow, halt, mein Geld. Egal. 2 Goldmünzen sind wir gerade losgeworden. Und wir haben wieder ein blaues Juwel. Natürlich müssen wir wieder herausfinden, wo es hinpasst, hingehört. Aber dazu brauchen wir noch ein weiteres Teil, weil vorher bringt das noch nichts. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das mit diesen Kostenteilchen hinkriegen. Das ist auch wieder sehr trickreich. Deswegen schauen wir mal. So, eine Bombe schon mal hier hin. Dann würde ich sagen, eine platzieren wir dahin und dann versuchen wir das Ganze so, die Bombe dagegen zu schmeißen und hoppsala, wir sind oben. Das einzige Problematische ist jetzt nur, ich komme hier nicht lebend weg. Na gut, wir überleben sogar. Und was erhalten wir? Wir haben einen Teil für den Kopf. Unser erstes Kostenteil, das wir hier in diesem Gebiet gefunden haben. So, schnell weg hier. So, ich könnte theoretisch das abkürzen. Aber erstmal nehme ich noch Feuer mit. So, und tschüss. Nicht mit diesen Häppchen rumspielen. Nein, das ist sehr fatal. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Teil. So, Bomben nehmen wir auch noch mit. Brauchen wir zwar gerade nicht. So, hier sehen wir es auch. Ah ne, jetzt reichen sogar schon 2. Und dieses Tor verschwindet einfach mal. Hokus Pokus, verschwindibus. Naja, dann wollen wir doch mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Aber erstmal müssen wir uns hier noch mit ein paar Gegner rumschlagen. Ich würde sagen, da machen wir kurz einen Prozess mit. Vor allem mit den Harpien. Auf die habe ich nämlich gerade gar keine Lust. So, Harpien Nummer 1 erledigt. Und Harpien Nummer 2 folgt zugleich. Oh, vor allem dieser Lampengeist ist auch etwas böse. Ich weiß nicht, was Sammy jetzt nochmal wegnimmt, wenn er mich trifft, aber ich will es nicht so weit heraufbeschwören. Nein, das muss nicht gerade sein. Nicht in mein Hassgebiet. Vor allem, weil man hier so gut runterfallen kann. Ach, scheiße, okay. Naja, ergibt Sinn, wenn er schwebt. Dass man ihn dann schwerer treffen kann. So, jetzt haben wir ihn aber. Ja, er gibt nur ein bisschen Geld. Egal, nehmen wir auch. Okay, und Bombentritt. Und wenn ich jetzt weitergehe, haben wir, glaube ich, ein Problem. Yep, haben wir. Es sieht nicht so aus, als wäre jemand hier. Vielleicht können wir uns hier ein wenig ausruhen. Das wäre keine gute Idee, Pommy. Wir treffen uns endlich. Ah. Hi, Astaras. Spielarmee Astral Ritter, Lord der Winde, Astaras. Also, du bist derjenige, der sich in unsere Pläne einmischt. Der verrückte Bomberritter und sein Haustier. Wie kommt's, dass Bomberbänder Ritter ist und Pommy bloß das Haustier? Ich weiß nicht, was Squire im Prinzip übersetzt heißt, deswegen sage ich jetzt einfach Maustier dazu. Pommy möchte auch der Ritter sein. Gerade ein Vieh, das aussieht wie ein Patamon. Aber dennoch. Aber du bist nicht bereit, so genannt zu werden. Nein, du bist nicht mal annähernd würdig eines Ritters. Das wollen wir ja noch sehen, Astaras. Bomberman! Das hier ist nicht gefallen, schnapp ihn dir! Pommy wird dich anfeuern von dort drüben! Viel Glück! Ja, Pommy, ich weiß, auf deine Hilfe wollen die zählen. Genug gespielt! Gib mir die elementaren Steine, die du hast. Jetzt! Vergiss es! Willst du mir nicht übergeben? Das macht nichts.
Die von dir zu nehmen, wird mir viel mehr Spaß bereiten. Sei bereit auf diesen Kampf. Ja! Und ihr kennt das Spielchen. Wir haben wieder unsere Fernbedienungsbombe verloren. Komm dann, mutiger Ritter. Ich bin Astaras. Der Lord der Winde. Astaras, du wiederholst dich. Und wir werden diesen Kampf gegen Astaras im nächsten Video machen. Deswegen verabschiede ich mich hier und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis entspannt muss es ja wohl bleiben, oder?